Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Speeddrawing auf Shannys Artistry. Heute zeige ich euch, wie ich dieses Porträt eines Gorillas gezeichnet habe. Und zwar dieses Mal ganz ohne viel Schnickschnack, sondern einfach nur ganz traditionell mit Bleistiften. An dieser Stelle muss ich dazu sagen, das, was ihr hier seht, ist nun nicht wirklich die idealste Technik. Normalerweise sollte man beim Zeichnen mit Bleistiften mehr mit den Übergängen spielen. Also die hellsten Stellen natürlich von Anfang an etwas heller lassen und sanft verblenden. Ich habe das hier überwiegend genau andersherum gemacht, also etwas zu viel mit den dunkleren Nuancen gearbeitet. Und musste dann dementsprechend hier und da nochmal mit so einem feinen Radierstift die Highlights nachträglich setzen. Alles eine Sache der Übung. Aber das Ergebnis kann sich hoffentlich trotzdem sehen lassen. Was sagt ihr dazu? Und was sagt ihr zu dem Motiv? Mögt ihr Affen oder seid ihr da so wie ich, die sagen muss, ich weiß nicht, irgendwie fand ich alle Arten von Affen außer Lemuren, die sind noch niedlich, die erinnern mich an Katzen, aber alles andere fand ich irgendwie schon immer doof und ich würde da lieber irgendwie von Hexenmenschen abstammen oder so. Dann könnte man bestimmt so einige interessante Sachen. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und dann mal noch eine schöne Woche und bleibt gesund.